Liebe Brüder und Schwestern, Jesus sagt es uns heute neuerlich, der Sinn des Lebens besteht nicht darin, dass man aufgrund seines großen Vermögens im Überfluss lebt. Ja, der Sinn des Lebens besteht nicht darin, zu genießen. Der Sinn des Lebens besteht nicht darin, nur an sich selbst und die Vermehrung des eigenen Besitzes zu denken. Ja, wenn wir nur an uns selber denken, wenn wir nur auf unseren materiellen Besitz, auf unseren Reichtum, auf unser Geld, unser Konto bauen, dann stehen wir am Ende wie diese Reiche im heutigen Evangelium als Narr da. Ja, wir werden zum Toren, denn diese menschliche Rechnung geht nicht auf. Ja, dieser reiche Mann im heutigen Evangelium, er rechnet sich aus, wie wird er seinen Besitz jetzt unterbringen, was wird er tun? Aber er macht seine Rechnung ohne Gott. Das ist ein schwerer Fehler, denn wer darauf vergisst, dass es einen Gott gibt, ja, dass wir einen Schöpfer haben, dem wir unser Leben verdanken, der steht am Ende seines Lebens mit leeren Händen da. Wir aber als Glaubende, die wir heute hier in der Kirche zum Gottesdienst versammelt sind, wir sind uns dessen bewusst und wir glauben, dass wir einen Schöpfer, einen Vater im Himmel haben, dem wir unser Leben, ja letztlich alles verdanken, was wir haben, was wir besitzen, ja was wir sind. Und das ist kein Grund, frustriert zu sein. Nein, es ist ein Grund zur Freude. Wir haben einen Vater im Himmel. Ihm dürfen wir vertrauen. Auf ihn dürfen wir hoffen. Ja, und der Grund unserer Hoffnung, der ist der Sohn Gottes. Der Vater schenkt uns seinen Sohn Jesus. Ja, Jesus ist für uns Mensch geworden, um unser Erlöser zu sein. Er ist der Grund unserer Hoffnung. Er hat uns die Vergebung der Sünden geschenkt durch sein Leiden und Sterben am Kreuz. Er schenkt uns eine Zukunft, weil er für uns auferstanden ist, weil er unsere Auferstehung und unser Leben sein möchte. Und er befreit uns von der Begierde, die das Menschenherz ergreifen, versklaven möchte. Sind nicht heutzutage so viele Menschen Sklaven des materiellen Besitzes, ja Sklaven der Begierde, Sklaven der Lust, des Fleisches geworden? Der Lustfaktor spielt eine große Rolle. Will nicht die Werbung überall die Begierde wecken? Wird nicht damit gerechnet, damit die Verkaufszahlen wieder steigen? Damit die Leute kaufen, was sie eigentlich gar nicht brauchen? Herrscht nicht oft die Lüge, die Täuschung? Aber der Apostel sagt uns heute, wir sollen nicht auf Täuschung und Lüge bauen, denn Jesus ist die Wahrheit. Er ist die Offenbarung des Vaters. Er möchte für uns Wahrheit und Leben sein. Uns befreien von unseren Egoismus, von all dem, was uns egozentrisch macht, was uns verschließt gegenüber den Mitmenschen. Ja, und Gott schenkt uns einen Heiligen Geist. Es ist der Geist der Liebe. Und dieser Geist der Liebe schenkt uns diese Fähigkeit, den Egoismus zu überwinden, uns unseren Mitmenschen zuzuwenden, die Nächstenliebe zu üben, gerade jetzt in diesem Jahr der Barmherzigkeit,
sind wir eingeladen, diese Werke der Barmherzigkeit zu tun, einander Barmherzigkeit zu erweisen. Ja, teilen wir miteinander das, was wir haben, unseren Überfluss, befreien wir uns davon, dass wir alles haben müssen, dass wir immer mehr haben müssen, denn sonst erstickt unsere Seele. Unsere Seele braucht Gott, sie braucht den Geist, sie braucht die wahre Liebe, die Gemeinschaft mit dem Vater. Sonst werden wir nicht glücklich, nur in der Gemeinschaft mit Gott werden wir zu freien, zu glücklichen Menschen, nur so kann unser Leben gelingen. So werden wir reich werden vor Gott und am Ende unseres Lebens nicht arm und bloß dastehen. Lassen wir uns erfüllen von der Kraft des Geistes Gottes, vom Geist der Liebe. Beherzigen wir die Gebote Gottes. Bezeugen wir, dass es einen Gott gibt, einen Vater, einen Schöpfer, einen Sohn, der für uns Mensch geworden ist, der Erlöser ist, dass wir diesen Heiligen Geist in uns tragen. Ja, befolgen wir die Gebote Gottes. Viele Menschen ignorieren die Existenz Gottes. Sie leben so, als ob es Gott nicht gäbe. Wir sollen Zeugen dieses Glaubens sein. Zeugen dafür, dass Gott existiert, dass er uns nahe ist, dass er uns alles gibt, was wir zum Leben brauchen. Ja, dass er uns wirklich das gibt, was uns glücklich macht, was uns froh und frei macht. Jesus schenkt sich uns im Geheimnis der heiligen Eucharistie. Er gibt sich total für uns hin, er entäußert sich, er, der allen Reichtum besitzt. Er gibt alles hin für uns, um uns reich zu machen, um uns zu beschenken. Lassen wir uns neu erfüllen von seiner Gegenwart. Vertrauen wir seiner Barmherzigkeit. Kehren wir aus ganzem Herzen um zu Gott. Bitten wir ihn um seinen Geist, dass er unser Licht sei und uns hilft, dass dieser Geist Gottes uns helfe, damit wir unser Leben so gestalten, dass wir vor dem Angesicht Gottes bestehen können und dass wir reich werden an guten Werken und dass wir und unser Leben Bestand hat für die Ewigkeit. Amen.